Und weiter geht's, Leute, mit Enslaved und vor dem Eingang zu Pixeland. Wir müssen jetzt der zentralen Anlaufstelle für Schrott, Energiezellen und Mech-Teile. Stecken Sie die Waffen weg und bitten Sie nicht um Kredit, dann müssen wir Sie nicht enttäuschen. Cool, man. Echt cool. So, wo ist unsere Trippy? Die ist da hinten. Ja. Gut so. Ich glaube, wir haben da alles abgesammelt. Noch einen kurzen Rundumblick. Da wollen wir nicht rein. Hoppala. Da hinten waren die Minen. Da haben wir auch schon alles. Da ist noch ein Och. Gut so. Und bevor wir uns das selbst jetzt in die Luft sprengen, holen wir uns Chipitaka wieder. Gut so. Da haben wir einen Kopf vergessen. Karamba. Willkommen im Pixeland, der zentralen Anlaufstelle für Schrott, Energiezellen und Mech-Teile. Stecken Sie die Waffen weg und holen Sie Pixie! Pixie! Und wie finden wir diesen Typen denn jetzt? Weiß nicht. Irgendwie hoffe ich, er findet uns. Na, bei dem Krach, den wir gemacht haben, weiß er sicher, dass wir hier sind. Also vertrauenserweckend schaut das alles hier nicht sonderlich aus. Okay, warte. Ich muss das da wegräumen. Und ein Haluzi. Okay. Hat es schon wieder eine von diesen Visionen, oder? Sie werden schlimmer machen, dich bestimmt ganz verrückt. Ich dachte echt, ich werde verrückt. Aber jetzt nicht mehr. Du hattest recht. Das ist das Stirnband. Ich kriege fremde Signale rein. Leute, das ist wieder ein so ein... Ja. Hilfe! Hat es schon wieder eine von diesen Visionen, oder? Sie werden schlimmer machen, dich bestimmt ganz verrückt. Ich dachte echt, ich werde verrückt. Aber... Das Recht. Das ist das Stirnband. Ich kriege fremde Signale rein. Na super. Leute, ich glaube, wir spielen das mal. Hat es schon wieder eine von diesen Visionen, oder? Sie werden schlimmer machen, dich bestimmt ganz verrückt. Ich dachte echt, ich werde verrückt. Aber jetzt nicht mehr. Du hattest recht. Das ist das Stirnband. Ich kriege fremde Signale rein. Ha ha!
aufs Neue. Komm. Fuck. Hilfe! Keine Sorge, den erledige ich schon. Ja, super. In der Patsche, freigeschaltet, 20, gut. Also, wir sind da, glaube ich, oft genug gestorben in dieser Folge. Also das mit Cloud, das haut doch nicht hin, da müssen wir noch ein wenig dran üben. 1, 2, 3 Mal, naja, was soll's. Wir haben es geschafft. Kapitel 10, Titanenfabrik. Wir folgen dem Schiff nach Westen und finden raus, wer dahinter steckt. Und dann? Dann bringe ich ihn um. Das ist gefährlich, vielleicht sogar glatter Selbstmord. Schon gut, Trip. Bin dabei. Du hilfst uns. Du steckst in der Klemme. Und was soll das Gequatsch über Selbstmord? Die Sklavenhändler sind genau wie alle anderen Gegner. Ist alles nur eine Frage der richtigen Waffen. Oh. Das Schiff, das dich fast erwischt hat. Die letzten 6 Monate ist es jeden Tag hierher in die Kratergegend gekommen. Ich hab nicht kapiert, warum. Also habe ich darauf geachtet, was sie mitnehmen. Tja, und Stück für Stück hab ich's mir zusammengereimt. Du hast gesagt Waffen. Was für Waffen? Gute Frage. Leviathan? Jedenfalls nenne ich ihn so. Super Power Gear. Das Ding, das sie da bauen. Ein Megamech. Der größte aller Zeiten. Mit solch einer Waffe könnte man es mit jedem aufnehmen. Wir warten also, bis die Plünderer morgen zurückkommen. Dann folgen wir ihnen in deinem Flugschiff? Genau. Bevor wir fliegen können, brauche ich ein paar Ersatzteile. Zum Glück weiß ich genau, wo es die gibt. Wir suchen nach einem Verteiler, einem Kühler, einem Turbolader und einer Energiezelle. Also, hier werden wir den Verteiler finden. Du bleibst besser hier, Trap. Die Kletterei ist schwierig. Männersache. Na klar. Bist du dabei? Okidoki, Leute. Wir machen hier einen Schnitt. Hier lang. Und sehen uns gleich wieder bei der Kletterei. Bis gleich.